Hallo, liebe Sophie. Ich freue mich, dass wir jetzt heute uns hier treffen und über die Bars sprechen. Ich persönlich habe sehr viele Erfahrungen mit den Bars und ich habe auch sehr viele Klienten, die ganz tolle Erfahrungen mit den Bars gemacht haben. Und deshalb bin ich jetzt dabei, mehrere Menschen zu interviewen, auch was sie mit den Bars erlebt haben. Und ich danke dir, dass du auch uns heute ein bisschen was berichten möchtest. Sehr gerne und ich danke dir. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich immer mega, was über die Bars zu erzählen und die Bars auch wirklich salonfähig zu machen und auch wirklich den Leuten näher zu bringen, was die Bars sind und was für ein Beitrag sie auch sein können in ihrem Leben tatsächlich. Ja, und ich glaube, es kann man am besten beschreiben, indem man einfach die Erfahrungen, die man selber gemacht hat, einfach berichtet. Weil die Bars sind relativ komplex. Ist jetzt nicht wie so eine normale Methode, die da ist das Problem und so wird es dann behandelt. Vielleicht magst du uns mal erklären oder erzählen, wie war deine erste Bar-Session? Kannst du dich daran erinnern und wie hast du das wahrgenommen? Also es ist jetzt 7 Jahre her, meine allererste Bar-Session. Und meine beste Freundin, die hat damals sehr viel verschiedene Sachen gemacht, also von Reiki bis Psychologiestudium. Und dann hat sie angefangen, also sie hat so ganz viel sich mit solchen Sachen auseinandergesetzt, also mit Körperarbeit und generell so mit der Psychologie, sage ich jetzt mal. Und dann hat sie angefangen mit Access und ich habe gemerkt, wie schnell sich ihr Leben verändert. Ja? Also es hat sich wirklich so, das war so die erste Modalität, wo es einfach so voll Bäm gegangen ist. Ja? Und sie hat mich damals, also ich war in einem super mega Drama, bei mir hat eigentlich gar nichts mehr funktioniert, also vom Job her nicht mehr, Beziehung, das war alles so sehr katastrophal, nenne ich es jetzt mal, ja? Also sehr dramamäßig. Und sie hat mich damals eben eingeladen, dass ich doch mal zu ihr komme und eine Bar-Session bekomme. Und ich hatte keine Ahnung, was es ist. Ich habe, glaube ich, auch nicht danach gefragt. Es war einfach nur, okay, Sophie legt sich auf die Liege bei Kerstin und Kerstin macht irgendwas am Kopf. Okay, cool. Das ist immer das Beste, wenn du vorher eigentlich gar nicht so schlussfolgerst. So, ich habe Problem A, jetzt mache ich Modalität A und ja. Gut, anyway, und dann war ich halt bei ihr und ich kann mich noch erinnern, also erstens einmal, sie hat mir während der Session komische Fragen gestellt. Okay. Ich konnte mit den Fragen, war so, what? Was redet sie da? Was fragt sie mich? Wieso kauft sie sich nicht mehr in meine Opferrolle ein? Wieso sagt sie mir nicht, hey Sophie, du bist voll arm? Ja, sondern wirklich, sie hat mir einfach so sehr, im Nachhinein checke ich es natürlich, sehr ermächtigende Fragen gestellt. Und ich kann mich nur erinnern, als ich von der Liege aufgestanden bin, war es auch wirklich so ein, wow. Ich kann es nicht beschreiben, ich kann es nicht in Worte fassen, aber es war so, wow, es ist irgendwie, bin ich 100.000 Tonnen leichter und ich bin auch gut drauf tatsächlich. Sehr cool. Und dann bist du natürlich dran geblieben und heute machst du überall ständig Consciousness-Kurse, sowohl die Bars-Kurse als auch den nächsten, den Foundation-Kurs. Du bist wahnsinnig erfolgreich. Du erleichterst das Leben, ich glaube, von Tausenden von Menschen im Jahr. Und ja, Wahnsinn. Aber ich glaube, du bist auch nicht immer so gewesen. Und vielleicht beschreibst du mal, wie du, also ich glaube, diese Veränderungen sind auch vorrangig durch Access gekommen und durch die Bars. Ja, vielleicht beschreibst du mal ein bisschen, wie das Leben vor Access war und wie es jetzt ist. Okay, cool. Das ist eine spannende Frage. Ich komme aus einer ganz, ganz anderen Richtung, ja. Ich hatte, also Access Consciousness ist ja eigentlich aus Amerika, wird das ja als Life-Coaching betitelt, ja. In Österreich kann man sich ja nicht Life-Coach nennen, sondern ist damit Humanenergetiker, wenn du nicht den Lebens- und Sozialberater hast. Und ich hatte davor also einen ganz anderen Background. Ich kam eigentlich aus der Werbung und ich war jetzt 15 Jahre lang Werbetexterin, Kreativdirektorin und habe einen sehr kreativen Beruf gehabt tatsächlich. Und ich war einfach, ja, man kann sagen, so am Schluss, ich habe ja auch in den größten Agenturen Österreichs gearbeitet und ich war am Schluss irgendwie wirklich schon so ein bisschen fertig damit. Ja, also diese. Ich nenne es jetzt mal 7 Jahre, bevor ich da damals zu Kerstin gegangen bin. Ich habe mich aber auf der anderen Seite immer mit diesen Dingen beschäftigt. Also ich hatte tatsächlich viele Bücher gelesen über viele verschiedene Modalitäten. Ich bin sogar in Psychotherapie gegangen, vorrangig auch deshalb, weil ich eben an so Persönlichkeitsentwicklung interessiert war und an diesem, wie komme ich weiter und alles. Also ich war tatsächlich 7 Jahre lang in Psychotherapie, bevor ich eben mit den Bars angefangen habe. Ja, also ich war immer an diesen Dingen interessiert und
und doch habe ich das nicht so richtig für mich gewählt gehabt. Und ich hatte einfach so in meinem Leben, haben sich immer so viele verschiedene Sachen aufgetan, damals noch, die einfach nicht so lustig waren, ja. Also die mir auch wirklich sehr zugesetzt haben. Und erst durch Access konnte ich da tatsächlich dann rauskommen aus all diesen Dingen und auch so mehr meinen Weg erkennen, so hey, mir würde es auch echt Spaß machen, andere Leute zu ermächtigen, weil eben ich so viel, ich nenne es jetzt mal Scheiße erlebt habe, ja. Okay. Und ich habe Access damals eigentlich nur angefangen für mich. Das war wieder so ein, ich hatte nicht vor, damit ein Business zu gründen. Ich hatte nicht vor, das irgendwie großartig an andere Leute weiterzugeben, weil für mich war das so, okay, ich mache das jetzt mal für mich. Und ich war wirklich so ein halbes Jahr, glaube ich, bin ich zu Kerstin gegangen in diese Sessions nur, bis ich dann einmal für mich einen Basskurs gewählt habe und dann mal die Bars selber gelernt habe, dass ich sie auch bei anderen anwenden kann. Und auch, ich sage immer, ich war relativ langsam mit diesen Dingen und dann ging das erst so weiter. Also dann habe ich mal mehr und mehr und mehr Kurse gewählt, aber es war immer für mich. Also ich habe tatsächlich erst so vor 2 Jahren entschieden, okay, ich mache das jetzt beruflich auch und integriere das. Du hast sehr viel kennengelernt, Modalitäten und auch manches ausprobiert. Und wie würdest du vielleicht beschreiben für jemanden, der sich da nicht so auskennt mit den Bars, für den das neu ist, was ist das andere oder wie funktioniert das und wieso bist du jetzt so happy die ganze Zeit? Das Ding ist halt, ich nenne es tatsächlich mittlerweile die moderne Psychologie. Eben durch die Psychotherapie, und die möchte ich jetzt nicht bewerten, also wenn es für andere Leute funktioniert, ist das wunderbar, ja, und bitte geht's weiterhin in Psychotherapie. Nur das Ding war für mich immer so, ich habe festgestellt, dass ich mir durch die Psychotherapie immer wieder ein Problem kreiert habe. Weil was passiert ist, war, du gehst ja zur Psychotherapie und du erzählst so, was dich beschäftigt und was so schwierig ist und du erzählst deine Probleme und du beschäftigst dich die ganze Zeit mit deinen Problemen. Und jedes Mal, wenn ich zu meinem Psychotherapeuten gegangen bin und gesagt habe, hey, heute geht es mir eigentlich voll gut, dann war es so ein bisschen so, dann haben wir nichts geredet. Das war mir dann unangenehm, dass wir nichts reden. Und was hat dann die liebe Sophie gemacht? Die Sophie hat sich halt jede Woche Probleme kreiert, damit wir etwas haben, worüber wir sprechen können. Und das ist mir tatsächlich dann aufgefallen. Und wie viel Geschichten erzählen das halt dann ist. Ja, du erzählst immer wieder von deinem Problem, immer wieder aus der Vergangenheit, immer wieder, was ist mir nicht alles passiert. Und du suchst nie nach diesen Möglichkeiten. Ja? Es ist nie diese, und das liebe ich an Access. Ja? Klar darf aus der Vergangenheit was hochkommen. Klar sprechen wir auch über die Vergangenheit, aber wir machen es nicht mehr so wichtig. Man kennt ja oft dieses Sprichwort so, ja, also deine Vergangenheit hat dich geprägt oder nur wegen deiner Vergangenheit bist du jetzt so und so und so. Und wir machen das so wichtig, so signifikant, wie wir in Access Consciousness immer sagen. Und es geht aber wirklich darum, so, hey, was ist hier sonst noch möglich? Was kann ich Neues wählen? Was ist, wenn meine Vergangenheit tatsächlich nicht mehr so wichtig ist? Und was ist, wenn ich mir die Zukunft kreieren kann, die ich wirklich möchte? Es geht ja viel mehr um diese Kreation, wie man sich ein Leben kreiert, das wirklich für einen funktioniert und das man sich tatsächlich auch wünscht. Und gerade durch Access bin ich drauf gekommen, ich habe so viel mehr für mich gewählt. Und was bedeutet dieses Wählen? So, es hat sich jeder Bereich in meinem Leben wirklich verbessert, vergrößert, verschönert. Ja? Ich lebe das Leben, das ich gerne haben möchte. Ich reise viel. Ich mache überall auf der Welt Kurse. Ich habe aber trotzdem auch eine Beziehung. Ich habe meine Homebase in Wien und habe verschiedene Businesses, also auch nicht nur Access. Und vorher war ich so jemand, ich habe mich halt total, weil du auch gefragt hast, so, wie war ich? Ich kann mich gar nicht mehr so genau beschreiben, aber was ich weiß ist, ich war geprägt von Schuldgefühlen und ich habe versucht, es jedem recht zu machen und die Erwartungen von allen Menschen zu erfüllen da draußen. Und das kann aber nie funktionieren. Ich habe versucht, perfekt zu sein, ja, die perfekte Tochter, die perfekte Freundin, die perfekte Kreativdirektorin, die perfekte Texterin, ja, die perfekte Kreative. Und letztendlich zahlt man da aber nur selber drauf und man wählt dann auch nicht für sich, sondern man wählt eigentlich immer nur für andere. Ja, man ist ja dann auch nicht mehr sich selber, ne? Man ist dann jemand, man versucht ständig irgendwelchen Anforderungen zu entsprechen und verliert sich dadurch auch. Und das bringt auch sehr viel, das ist auch sehr viel, sehr energieaufwendig, ne? Und wenn ich dich jetzt erlebe, wie du arbeitest, also ich glaube, du, ich weiß nicht, wie viel Pause du überhaupt machst und dann bist du wieder in Deutschland unterwegs, dann bist du wieder dort, dann machst du wieder, du machst ja jedes Wochenende machst du deine Kurse
Und ich glaube, dazwischen machst du auch jetzt keine große Pause. Also ich erlebe dich total energetisch. Und ich habe selber einen Kurs bei dir gemacht und ich weiß, dass du die ganze Zeit präsent bist und da ist nichts von Müdigkeit oder Schlappheit zu spüren. Und ich glaube, durch diese Sachen, dass man wirklich bei sich ist und so bewusst ist, hat man einfach auch mehr Energie und Freude. Ne? Es muss nicht so schwer sein, die Arbeit, oder? Ja, das ist voll cool, dass du das ansprichst. Danke dafür. Das Ding ist ja, wenn wir in unserer Stärke sind und wenn wir wirklich so für uns wählen, dann kann uns das gar nicht müde machen. Ja? Dann ist das gar nicht so das, was uns so müde macht. Diese ganzen Burnouts, überall das, wo wir super gestresst sind, das ist überall da, wo wir nicht wir selber sind. Das ist überall da, wo wir eben entsprechen wollen und es anderen Leuten recht machen wollen. Und das ist das, was uns so ermüdet und das ist das, was uns so, so unentspannt macht. Und das ist das, wie es auch war. In der Realität sagt man ja, redet man von Burnout und tatsächlich hatte ich damals auch schon eine Art Burnout. Aber das war eben, weil ich nicht so war, wie ich bin, sondern halt das Leben gelebt habe, so wie es andere von mir erwarten. Und das ist das, was so anstrengend ist. Das ist das, was uns fertig macht. Ja, und da setzen ja dann die Bars auch an, dass sie uns dann wieder mehr zu sich, also so merke ich das, dass wenn ich die Bars bekomme, bin ich wieder mehr bei mir. Und diese Gedanken, die da im Kopf sind, das musst du noch machen oder da bist du nicht gut genug, was auch viel von außen rangetragen wird, gehen dann einfach weg und sind mal ruhig und dann ist man wieder bei sich. Und dann merkt man auch, dann kann man auch wieder mehr Freude haben und mehr sein Leben letztendlich kreieren. Ja, das Coole ist halt an diesen Access Bars, es ist einfach eine Körperbehandlung, und da muss man gar nicht wissen, dass wie funktioniert das jetzt. Also ganz banal, eine Person greift dir am Kopf und berührt 32 Punkte. Sie drückt nicht, sie macht da nichts, sie massiert da nichts, sondern es ist einfach nur eine Berührung. Und da kommt es einfach so zu elektromagnetischen Entladungen. Und das Coole ist, dass wir da unsere Glaubenssätze, Ansichten, Schlussfolgerungen, unsere Limitationen, unsere Projektionen, all das ist dort gespeichert. Und durch diese Berührung kommt es zu der Entladung. Und dadurch lassen wir Ansichten fallen. Ja, oder dadurch kehrt auch Ruhe ein, wo du dann wieder zu dir kommst. Und ich weiß, die Leute lieben momentan ihre Meinungen und ihre Ansichten und es ist wirklich tatsächlich so, dass du halt die Sachen loslässt, die du gerade bereit bist loszulassen und du brauchst sie vorher nicht einmal kognitiv kennen. Also das ist wirklich so cool und so leicht. Ja? Du musst nichts darüber wissen, du musst nicht genau wissen, wie funktioniert das jetzt, sondern leg dich einfach auf die Liege und genieße es und that's it. Und du kannst auch sogar einschlafen, du kannst dazwischen mal aufstehen, du kannst was essen, du kannst einen Film schauen, du kannst plaudern. Es ist einfach so super. Und der die Bars auch gibt, der muss sich auch nicht konzentrieren, der muss nicht vorher das Räucherstäbchen anzünden, der muss nicht vorher irgendwie da mit Düften arbeiten oder eine spezielle Entspannungsmusik auflegen, der muss nicht irgendwelche Bilder empfangen, sondern beide können sich ganz entspannt und lustig die Bars geben. Und das hat auch nichts mit Hokuspokus oder großartig Esoterik zu tun an dieser Stelle. Ja, und man muss auch sagen, es ist auch total leicht zu lernen. Es ist kinderleicht. Kinder können das auch sofort super, super schnell lernen. An einem Tag besucht man einen Kurs, 8 Stunden und dann kann man es. Und dann hat man es fürs ganze Leben. Und in dem Kurs gibt es noch diese anderen genialen Tools von Access Consciousness und... Die super pragmatisch sind. Das ist das Ding. Es ist eine Körperbehandlung. Und du hast super pragmatische Tools. Du hast quasi das Beste aus beiden Welten, ja. Weil bei einer Psychotherapie, um nochmal darauf zurückzukommen, ist es halt nur, ja, du arbeitest nur durch ein Gespräch oder ja, natürlich gibt es auch was mit Zeichnungen, bla 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 oder Imaginationen. Aber letztendlich bleibt es bei einem Gespräch. Und bei Access ist es halt so, du hast auf der einen Seite diese super pragmatischen Werkzeuge und der Körper ist mit eingebunden. Und das ist das, was ich so liebe an Access. Deshalb ist es für mich auch die moderne Psychologie, weil das eine, der Körper lässt Dinge los, die wir kognitiv vielleicht gar nicht greifen können. Und auch da wieder trägt dir dein Körper zu deiner Veränderung bei. Auch hier wieder, wir müssen nicht wissen, wie. Es passiert einfach und das ist das Coole und das ist das Schöne. Und diese nährenden Berührungen, nach denen sehnt sich unser Körper und wir werden, gerade in unserer Kultur, wir berühren uns so, so wenig, ja.
eine Umarmung hat man vielleicht mal mit der besten Freundin oder vielleicht noch mit der Mama und das war's dann. Oder mit dem Freund. Ja, genau. Vielleicht sagt man noch dazu, dass man geht unvoreingenommen zu der Bars-Session oder zu dem Bars-Kurs und schaut, was dann für Veränderungen passieren. Es kann gleich passieren, es kann später. Ja, ja, das Beste ist immer, man geht absichtslos hin. Ja. Wenn ihr sagt, okay, in meinem Leben ist alles cool, mega, geht's trotzdem zu einer Bars-Session. Genießt es einfach, weil es ist immer Luft nach oben, man kann immer noch mehr wählen und das ist halt das Schöne. Und eben nicht in der Schlussfolgerung schon sein, okay, ich habe jetzt ein Geldproblem, jetzt gehe ich dahin und. Das kann aber auch funktionieren, weil ganz ehrlich, auch hier wieder, das Geld ist ja nicht das Problem, sondern die Ansichten, die sich dahinter verbergen. Also wenn du einen coolen Facilitator hast dann und du dir genau das Thema anschaust, ist es auch super und es kann auch viel ändern und es kann plötzlich sich was ganz anderes zeigen. Oh, eigentlich habe ich ein Thema mit meiner Familie und das ich mir nicht erlaube, über sie hinaus zu kriegen. Ah, okay, das steckt hinter meinem Geldmangel, den ich zum Beispiel habe. Ja, genau. Also man wird bewusster über die Sachen, die man denkt und fühlt. Und wie gesagt, also die Bars wirken körperlich, psychisch, mental. Ja, und es bringt insgesamt eine bessere Lebensqualität. Also mit allen, die ich jetzt, mit denen ich gesprochen habe, waren es wirklich Welten dazwischen, dann ja vor den Bars und jetzt mit der Anwendung und keiner möchte die Bars mehr missen. Nein, wirklich nicht. Also das kann ich mir auch gar nicht mehr vorstellen. Wir haben zum Beispiel mit meinem Freund und ich, wir haben gestern Bars ausgetauscht. Wir haben genetflixt und haben einfach, okay, lass uns die Bars austauschen. Und wir sind heute beide so aufgewacht und es war so, oh, ich habe voll gut geschlafen. Ja, ich auch. Und es war einfach diese totale Erholung. Mhm. Genau, genau. Ja, super. Vielen Dank, Sophie, das sollte ein kleiner Einblick sein und vielen Dank, dass du darüber gesprochen hast, auch über deine eigenen Erfahrungen. Ja, ich glaube, es ist jetzt vielleicht ein bisschen greifbarer für manche geworden, was es ist. Und wer noch mehr Fragen hat, kann sich an uns wenden, an dich, Sophie. Du bist in Wien, ich bin auch in Wien. Und eben, wenn ihr jetzt euch denkt, okay, wow, ich hätte so gerne irgendjemanden, der mir die Bars gibt, ihr könnt immer auf accessconsciousness.com gehen, dann gebt ihr einfach eure Region ein und schaut, okay, wer blockt da alle auf? Und dann schaut einfach, zu wem fühlt ihr euch hingezogen und folgt einfach der Energie und wählt einfach einen davon aus. Oder ihr kommt zu Jana oder zu mir. Das geht auch. Ihr findet uns auch auf der Access Consciousness Seite. Unter Sophie Czerny und Jana. Also danke dir viel, viel, vielmals für die Einladung. Ich danke dir, liebe Sophie, und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.